Ja, hallo, schönen guten Abend, meine lieben Teilnehmenden an unserem Online-Seminar, was wir heute Abend ja durchführen. Mein Name ist Dirk Steffen, ich bin einer der Gründer von CraftNote. Herzlich willkommen und ich denke, die meisten werden mich ja aus irgendwelchen Online-Seminaren oder sonstigen Veranstaltungen, die wir bereits zusammen haben, schon kennen. Ich bin einer der Gründer von CraftNote, bin von Anfang an dabei und darf euch heute durch unser Programm führen. Was ist heute die Überschrift des Ganzen? Wir gehen heute ganz konkret auf das Thema der Schnittstelle ein, das heißt die Verknüpfung zwischen CraftNote und der Branchenlösung, die wir bei uns als API-Schnittstelle deklariert haben. Dort habe ich auch am heutigen Abend mehrere Gäste mit dabei, die mich da unterstützen werden. Zunächst einmal vielleicht noch eine organisatorische Sache. Und zwar, ihr habt, wenn ihr seitlich auf euren Bildschirm guckt, habt ihr da neben dem Screen den Chatbereich, wo ihr uns gerne im Verlaufe der Veranstaltung Fragen stellen könnt, die wir dann im Laufe der Veranstaltung gegebenenfalls schon mit einfließen lassen oder auch alternativ hinterher in der Q&A-Session da mit verarzten. Also geht gerne da rein, stellt uns eure Fragen, die wir dann gemeinsam beantworten. Wenn euch ja, das Ganze hier gefällt, wenn euch CraftNote gefällt, lasst uns gerne auch ein Like unter dem Video da. Ja, freut uns auch immer, wenn wir da das entsprechend sehen. Und wenn ihr Interesse habt, dann abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Da kriegt ihr dann auch immer die neuesten Informationen, wenn da was Neues ausgespielt wird. Ja. Gehen wir ganz konkret in die Thematik rein. Also ich gehe jetzt hier direkt mal auf meinen Bildschirm und führe euch mal kurz durch die Agenda durch. Also das erste Thema wird sein die CraftNote-Schnittstelle. Da habe ich unseren Product Owner, den Manuel Lohner, mit dabei, der uns hier einführt zu dem Thema Nutzen und Funktionsweise der Schnittstelle. Da bin ich froh, dass ich da ja professionelle Unterstützung auch habe. Dann im zweiten Part haben wir einen Gast aus dem Bereich der Branchenlösungen mit eingeladen. Ich sage jetzt im Moment noch nichts dazu, denn das stelle ich nachher konkret vor, der einfach das Zusammenspiel zwischen seiner Handwerkersoftware und CraftNote über die Schnittstelle mal darstellt. Da werden wir dann auch im Detail das eine und andere noch kennenlernen. Dann haben wir ein Part Aktuelles, wo wir nachher auch reingehen und nochmal ein paar Neuigkeiten rund um CraftNote erfahren, vor allem aber auch rund um das Thema Schnittstelle. Und gegen Ende wird dann mein Kollege Marco mit dazukommen. Vielleicht der eine oder andere kennt ihn aus Videocall bereits. Marco hat uns ja, ja, ich glaube, im Mai unterstützt oder seit Mai unterstützt er uns im Sales-Bereich mit auch den Online-Demos, die wir machen. Ja, das ist im Prinzip so im Groben und Ganzen die Agenda, die wir so durchführen wollen. Dauert circa 50 Minuten. Erfahrungsgemäß überziehen wir das ein bisschen. Aber ich denke mal, da werden wir ganz grob mal mit hinkommen. Wir werden es zumindest mal versuchen. Wir geloben auf jeden Fall Besserung, was das anbelangt, mit dem Überziehen. Ja, dann darf ich gleich in den ersten Punkt einleiten. Ganz konkret ja, werde ich jetzt den Manuel Lohner mit dazu nehmen und gebe einfach mal rüber an den anderen Bildschirm. Manuel, hi, guten Abend. Wunderschönen guten Abend, Dirk. Freut mich, wieder dabei zu sein. Ich würde dann direkt einsteigen. Ganz kurz zwei, drei Worte noch zu mir. Manuel Lohner, mein Name. Ich Neudeutsch schimpft sich das Product Owner, bin ich bei CraftNote. Wir haben es in der E-Mail auch schon bekannt gegeben. Auf Deutsch nennt man das Produktverantwortlicher. Das heißt, ich arbeite mit dem Dirk zusammen, mit unseren Entwicklern, mit dem Marketing, um zu schauen, was wir als nächstes entwickeln müssen, woran wir arbeiten müssen, wo die größten Bedürfnisse sind, und wie wir da weiter vorgehen. Deswegen freut es mich heute auch dabei zu sein. Das Schnittstellenteam ist sehr, sehr interessant, und da bekommen wir sehr, sehr viele Nachfragen dazu. Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist.
Dann würde ich doch einfach sagen, ich hatte schon in der Agenda angeteasert, Nutzen, Funktionsweise der Schnittstelle. Ich glaube, das ist ein Thema, wo du dich gut drauf vorbereitet hast und ich freue mich jetzt auf deine Präsentation. Du gibst einfach deinen Bildschirm frei und ich nehme mich einfach in den Hintergrund. Dann mache ich das sofort. Wenn ich die Rechte von dir bekomme, schalte ich sofort meinen Bildschirm frei. Jawohl, sehr gut. Dann seht ihr in wenigen Momenten meinen Bildschirm. Ich möchte ein paar allgemeine Worte zu dem Thema Schnittstelle sagen. Was ist eine Schnittstelle? Was hat sie für einen Nutzen? Warum machen wir die? Und was konkret sind die einzelnen Schritte, die dort wichtig sind und die wir im Moment dort aufgenommen haben. Also ganz generell erstmal, was ist eine Schnittstelle? Eine Schnittstelle ist eine Verbindung von einer anderen Software zu uns. Das heißt, wir haben die Schnittstelle implementiert mit den verschiedenen Funktionen, die wir da abbilden. Das heißt, wir geben Funktionen nach außen frei. Ja, das ist zum Beispiel die Projektanlage, Projektsynchronisierung, auch das Projektmanagement, wie die Projektmitglieder und die Verwaltung dieser. Ja, diese Funktionen, die ihr auscraften und bereits kennt, ja, die ihr in der Web-App und in der mobilen App habt, das ist programmatisch im Hintergrund und automatisiert erreichbar. Das heißt, wir öffnen uns. Wir haben jetzt einige Funktionen hier eingebaut und wir gehen Stück für Stück auf die Partner zu, wo ihr heute auch einen sehr, sehr zuverlässigen und guten Partner kennenlernt, mit dem das schon sehr, sehr gut funktioniert. Und die docken sich dann sozusagen an uns an. Und was hat das Ganze für einen Sinn? Also warum gibt es diese Schnittstelle? Wo sind die konkreten Vorteile? Und warum sollte man das tun? Also, wenn wir diese Schnittstelle nicht hätten, dann wäre CraftNode eine sogenannte Insellösung. Was bedeutet Insellösung? Die Prozesse in CraftNode können abgebildet werden, man kann seine tägliche Arbeit tun, man kann die Projekte abwickeln und alles, was dazugehört, man kann die Bilder dokumentieren und all die anderen Funktionen, die wir dort haben. Aber ab dann steht man wieder vor der Herausforderung, wie kriege ich die Informationen wieder aus CraftNode raus? Wie ihr alle wisst, CraftNode ist kein Rechnungstool, CraftNode ist kein Angebotstool, sondern wir kümmern uns konkret um die Projektabwicklung. Das heißt, wir haben zwei Punkte, an denen die Übertragung von Daten sinnvoll ist. Zu Beginn des Projektes, wenn ich ein Projekt aufsetze, und am Ende des Projektes, ganz grob beschrieben. Das bedeutet, wenn ich das erste Mal in CraftNode bin und das Projekt aufsetze, dann muss ich all die Daten händisch eingeben, die ich eigentlich schon in meiner Branchensoftware habe. Das bedeutet, ich habe hier einen doppelten Aufwand. Ja, ich muss die Adresse eingeben, ich muss den Kunden eingeben, ich muss die ganzen Details eingeben, ich muss die Mitarbeiter einladen. Das alles ist ja schon da. Und auf der anderen Seite, nachdem ich mein Projekt abgeschlossen habe, egal um was es da genau geht, dann brauche ich die Daten aus CraftNode, egal ob das die ausgefüllten PDF-Formulare sind, egal ob das die Zeiten sind, egal ob das die Bilder aus der Dateiablage sind oder andere Informationen, die brauche ich dann auch an anderer Stelle wieder. Das bedeutet, ich muss diese Daten dann händisch auslesen oder auf irgendeine Art und Weise übertragen. Und die Schnittstelle verschafft einem eine deutliche Abhilfe hier. Das bedeutet konkret, ich muss das Projekt nicht nochmal in CraftNode anlegen, sondern im besten Fall, das sehen wir auch gleich, wird es mit einem einfachen Klick in der Branchensoftware gemacht und die Daten sind automatisiert in CraftNode. Das heißt, ich muss mein gewohntes Branchensoftware-System auch nicht verlassen, um das zu tun. Und ich kann den kompletten Projektablauf von dort aus schon mal planen und in Gang setzen. Daraus ergibt sich deutlich weniger händische Arbeit und was geht mit der händischen Arbeit, die man nicht mehr tun muss, einher? Man hat keine Übertragungsfehler, ja? Sei es jetzt die Adresse, der Projektname oder sonst irgendwas. Also jede händische Arbeit birgt auch die Gefahr, dass dort Fehler gemacht werden und das eliminieren wir dadurch komplett. Das heißt zum einen die Projekte, wie sie zu CraftNode kommen und zum anderen, wie sie aus CraftNode wieder rauskommen.
Ja, ich möchte, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, nachdem die Baustelle fertig ist, meine Rechnung schreiben und möchte dazu die Stundeninformationen haben. Ich möchte dazu die Bilder mit Bemaßung haben, um zu sehen, wie viel wurde da gebraucht. Ich möchte die Materialliste haben, die vielleicht als PDF hinterlegt ist. Und durch die Schnittstelle, die wir gebaut haben, durch die Synchronisierung mit der Dateiablage, mit den Projektkopfdaten, ist all das möglich. Ja. Manu, ganz Und kurz, das ist wichtig. darf ich kurz mal Ja. einhaken? Zeigst du schon was auf deinem Screen? Weil wir haben im Moment nur eine weiße Folie. Das sollte angezeigt werden. Ich habe es aber auch händisch erklärt. Also das lohnt sich jetzt nicht mehr dorthin zu gehen. Dann habe ich die Stichpunkte nur erklärt. Danke Okay. für den Hinweis. Das hätte was zeigen sollen, aber es wird mir auch angezeigt in der Vorschau. Gut. Das wäre auch schon mehr oder weniger der letzte Satz gewesen. Man kriegt die Daten aus Craftnode auch raus. Ich kann dann gerne die Beschreibung nochmal anderweitig hochladen, wenn das jetzt so nicht geklappt hat. Dann könnt ihr euch das kurz durchlesen. Aber wir sehen das gleich live in Aktion. Und dazu würde ich dann auch direkt wieder zu dir zurückgeben, Dirk. Manuel, danke schön. Dann ja, jetzt sehe ich deinen Bildschirm. Was sehe ich im Moment? Ich sehe, ach so, das war die Folie, Ah ja, die du das. gezeigt hast. Okay. Gut. Gut. Das wäre also die Folie gewesen, die gezeigt hätte werden können. Okay, ich habe gerade die Info gekriegt, dass irgendwie unser Chat nicht funktioniert. Das heißt, nach außen ausgespielt wird. Wenn ihr da eine andere Info habt, gebt es einfach mal kurz bitte über den Chat rein, ob ihr den sehen. Ah, so funktioniert wieder. Prima. Freut mich. Also, jetzt gehen wir dann direkt mal rüber auch zu unserem nächsten Gast. Ich gehe einfach mal kurz nochmal in die Überleitung. Ja, es freut mich, dass wir hier einen Kollegen ja, mit aktivieren konnten, der uns jetzt im Prinzip auch das Zusammenspiel zwischen Craftnode und seinem Handwerkerprogramm vorstellen möchte. Und hier ganz konkret Matthias Blank von Qmate. Matthias, schönen guten Abend dir. Schönen guten Abend, Dirk. Schön, dass ich da sein darf und ja, diesen Part übernehme für die Software-Schmiede Höffel. Sehr, sehr gerne. Matthias, erzähl einfach mal ein paar Takte kurz zu dir. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und dann vielleicht gerade mal zwei, drei Sätze zu Qmate, bevor du oder zu Software-Schmiede Höffel, bevor du dann in deine Präsentation einsteigst. Alles klar. Okay, also Matthias Blank, haben wir schon mitbekommen, mein Name. Meine Firma ist in Vorarlberg in Österreich. Ich bin Vertriebspartner für die Software-Schmiede Höffel und diese kommt aus Mannheim. Sie kennen vielleicht das Produkt schon, das Qmate. Früher war das das Comet, der Vorgänger von diesem Qmate und ist speziell angesiedelt im Bereich Metallbau, Schlosserei, Stahlbau. Also diese Branchen werden ideal abgedeckt durch diese Software. Meine Firma vertreibt dann nebenbei auch noch CAD-Software und Statik bzw. Stiegenbausoftware, also alles, was für diese Branche passt, aber Hauptprodukt ist eben Qmate. Und bei Qmate war eben das Thema, ob selber eine App programmiert wird für genau diesen Bereich, für was Craftnode da ist. Und da hat ein Kunde von uns aufmerksam gemacht auf diese innovative Firma, auf dieses Startup damals noch. Und wir haben dann sofort den Kontakt gesucht und so entstand diese Schnittstelle zu Craftnode. Und von unseren insgesamt 800 Kunden verwenden circa 100 Kunden die Schnittstelle. Und ich vermute, dass einige auch ohne Schnittstelle arbeiten, geht bei uns ja natürlich nicht so komfortabel, wie der Manuel schon erklärt hat, dass eben das ERP der Master ist sozusagen und per Knopfdruck die Daten übergeben werden und wieder zurück. Aber man kann grundsätzlich auch manuell das Ganze machen per Drag and Drop. Aber uns interessiert ja effektives Arbeiten, daher schauen wir uns die Schnittstelle an, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Ich weiß auch noch genau, wer das war, der uns zusammengebracht hat. Der sitzt von mir 2 Kilometer weg
Und von dem her, ich glaube, er ist heute Abend nicht dabei, hat es sich zumindest im Vorfeld nicht angemeldet. Ja, Matthias, dann würde ich dir die Bühne komplett überlassen. Ich nehme mich wieder zurück und ja, it's yours. Okay, danke. Also hier sind wir jetzt auf dem Startbildschirm von Qmed. Man sieht hier eine Homepage, das ist die Qmed Homepage. Kann man sich informieren über das Unternehmen natürlich. Und die Oberfläche ist jetzt eben Qmed. Kann individuell angepasst werden für jeden Benutzer, dass eben jeder Benutzer seine Symbolleisten hat hier oben, die er verwenden will. Und als zentrales Werkzeug bei uns gibt es einmal eine Projektverwaltung. Ein Projekt ist bei uns eine übergeordnete Einheit. Und darunter gibt es dann Angebote, Aufträge und so weiter. Ich bin jetzt hier in der Auftragsverwaltung, ist also sehr verwandt mit der Projektverwaltung, wo wir hier zum Beispiel angezeigt bekommen die ganzen Angebote, die momentan im System sind. Hier sehen wir die ganzen Aufträge. Abgerechnete Aufträge sind solche, die eben in Rechnung gestellt wurden. Und sobald die Aufträge komplett bezahlt sind, gehen sie weiter in die abgelegten Aufträge. Das heißt, man startet meistens im Bereich Angebot, kann aber auch im Bereich Auftrag einsteigen. Es ist also nicht notwendig, immer gleich ein Angebot zu machen. Jetzt hier im Bereich Auftrag, vielleicht noch kurz in die Liste geschaut. Generell gibt es bei uns immer so ein Suchfeld. Das heißt, Sie können hier einfach einen Suchbegriff eingeben und die Liste wird gekürzt. Eingestellt wird es hier, welche Begriffe alle durchsucht werden bei dieser Suche. Also generell können wir sehr im Detail suchen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal durch Klick hier auf Kraftnode an, was passiert, wenn ich eben in ein bestehendes Projekt in Kraftnode rüberspringe. Also das ist jetzt ein Projekt, das wurde schon angelegt im Vorfeld und wir springen jetzt mit einem Klick hier rüber. In der Live-Präsentation werden wir natürlich ein neues Projekt definieren, das wir dann hier übergeben. Nur für Sie, dass Sie grundsätzlich mal wissen, wie die Verbindung funktioniert. Es gibt hier bei den Einstellungen einen API-Schlüssel, den haben wir schon erwähnt, und das ist das Verbindungsstück. Bei uns gibt es Grundeinstellungen. Also hier bin ich jetzt im Programmpunkt, wo man einfach alle Programmpunkte im Qmed durchsuchen kann. Ich suche hier nach Grundeinstellungen und springe dann eben zum Bereich Kraftnode. Und hier ist genau dieser Key aus der App hinterlegt, der eben diese Verbindung schafft. Wir haben die Möglichkeit, eine automatische Synchronisierung einzustellen oder auch per Klick manuell zu synchronisieren. Und dann gibt es hier noch weitere Einstellungen. Relativ neu haben wir noch diesen Punkt hier, Auftrag archivieren, bedeutet, wenn ein Auftrag komplett verrechnet ist, wird er automatisch auch in Kraftnode dann ins Archiv verschoben. Gut, ich mache jetzt einfach hier im Bereich Auftrag neu und wir legen uns jetzt einen neuen Auftrag an. Die letzten Eingaben bei diesen ganzen Textfeldern werden vorgeschlagen. Das heißt, wenn man oft einmal ähnliche Beschreibungen hat, ist man hier relativ schnell beim Eingeben. Projektzuordnung lasse ich leer, Auftragsnummer wurde automatisch vergeben. Und hier können wir jetzt noch einen Kunden auswählen und Sie beginnen oder Sie sehen schon, wenn ich hier schreibe, umso mehr, dass ich eingebe, umso kürzer wird die Auswahlliste. Und auch hier gilt wieder, ich kann genauso nach Straßen suchen. Ich kann auch bei der Suche eine Kombination eingeben aus einem Teil der Straße, der hier gefunden wird, und einem Teil des Suchbegriffes zum Beispiel. Also das ist bei uns sehr individuell, wie man das eigentlich eingibt. Und sobald gespeichert wird, erscheint in der Baumstruktur dieser neue Auftrag. Wenn wir hier im Bereich Adressen schauen, dann sehen wir, dass schon was vorbefüllt ist. Solche vorbefüllte Daten kommen aus dem Kundenstamm. Ich springe über diesen Editor-Button zum Kundenstamm. Und hier sehen wir, wie der Kunde definiert wurde mit den ganzen Verbindungsdaten. Hier gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Routenplan sich anzeigen zu lassen. Da wird dann Google Maps geöffnet und Sie kriegen eben einen Plan zu der Adresse hin. Ja, gar nicht so weit auseinander. Ist natürlich nützlich für Baustellen, wenn Sie wissen wollen, wie weit ist denn die Baustelle entfernt. Und ich habe hier einen Ansprechpartner definiert, der verwendet werden soll. Dann gibt es Kalkulationsvorgaben, weil wir sind ja eine Kalkulationssoftware für Schlossereien, Metallbauer. Und grundsätzlich gibt es da ein Kalkulationsschema.
Und anhand dieses Schema erfolgt dann die Kalkulation. Und es gibt natürlich einen Haufen Einstellungssachen. Aber ich glaube, jetzt haben Sie schon gesehen, wie grundsätzlich einfach es ist, sich in Komet zu bewegen. Also über diese Buttons springe ich immer in die dahinterliegenden Funktionen und ich kann mir zum Beispiel Regiestundensätze anpassen und so weiter. Das sind also Daten, die beim Kunden hinterlegt sind und die jetzt automatisch übernommen wurden. Hier kann ich beliebige Ergänzungen vornehmen. Ich will zum Beispiel einen Bauleiter noch dazu hängen, der speziell für diesen Auftrag zuständig ist. Gehen wir weiter zu den Zuständigkeiten. Auch hier schon vordefinierte Werte. Im Schlosserbereich gibt es eben so Schweißaufsichtspersonen, Projektleiter. Die können hier definiert werden. Das sind dann die internen Zuständigen. Und zusätzlich gibt es hier den Bereich Mitarbeiter. Das ist jetzt speziell für Kraftnot. Da können wir jetzt Mitarbeiter zuordnen. Also der Dirk darf hier mitarbeiten und ich selber ordne mich auch zu. Das heißt, wir haben jetzt hier diese drei Mitarbeiter, die dann, sobald ich übergebe an Kraftnot, automatisch eingeladen werden zu diesem Projekt. Wir können auch beliebige Termine hinterlegen. Ich habe es bei mir so eingerichtet, dass ein Termin schon vorgeschlagen wird, damit man nur noch überschreiben muss. Das wäre so im Wesentlichen, was auf der Auftragsebene hinterlegbar ist. Und dann gibt es bei uns eine Ebene tiefer, da springe ich jetzt ein, und zwar in die Positionsebene, die anfangs leer ist. Und hier können jetzt die ganzen Positionen, die ein Angebot zum Beispiel umfasst, angelegt werden. Eine machen wir jetzt manuell, und zwar eine Eingabeposition bedeutet, ich gebe einen Preis ein, kann diese genauer beschreiben und somit ist die Position erstellt. Damit wir jetzt hier nicht so viel Zeit verlieren, gehe ich in meine vordefinierten Standardsachen rein. Und zwar gibt es hier so ein Handelsprodukt, das ist so ein Radständer. Und ich habe hier im Bereich Geländer eine kleine Struktur aufgebaut, Industriegeländer, Privatgeländer und die dann wieder unterteilt in französische Außen und Inner. Und so kann ich mir eben das gewünschte Element raussuchen, per Doppelklick übernehmen, eventuell noch die Mengen ändern. Und beim Einfügen sehen Sie hier einen Haken, Preis aktualisieren. Das bedeutet immer dann, wenn ich hier Daten übernehme, werden die Preise anhand der im Materialstamm hinterlegten Materialpreise und der aktuellen Lohnsätze aktualisiert. Also dieses französische Geländer, das wir jetzt übernommen haben, hat einen aktuellen Preis. Und dieser Preis ergibt sich aus einer Materialeingabe. Und diese übernommene Materialeingabe kann ich natürlich sehr leicht überarbeiten, indem dass ich gewisse Materialien hier austausche oder Stückzahlen ändere. Da haben wir eben diesen Materialpreis. Es ist auch möglich, Preise manuell zu überschreiben. Wir sind da sehr offen und sehr flexibel. Auch hier schöne Suchfunktionen, um sich das Material rauszusuchen. Weiters haben wir eine Lohneingabe, wo die einzelnen Tätigkeiten beschrieben sind. Und hier in so einem Fall schicke ich zum Beispiel zwei Mitarbeiter auf die Montage, die ist jetzt aber weiter weg, also rechne ich lieber 1,5 Stunden und alles andere kann beim Alten bleiben. Und dann gibt es hier noch eine Sondereinzelkosteneingabe, da kann man dann verzinken, beschichten und solche Sachen definieren. Da hat es mir gerade was verschoben, darum schaut es ein bisschen komisch aus, sehe ich gerade. So, Positionstext beschreibt diese Position. Das ist also der Text, der Kunde sieht es dann auf seinem Angebot, was hier beschrieben ist. Und auch hier kann man dann noch was dazuhängen. Und Sie sehen, dass wir hier Rechtschreibprüfung integriert haben. Wir haben auch die Möglichkeit, Aufzählzeichen dazu zu hängen, dass man eben die textuelle Beschreibung sehr ausführlich machen kann. Dann gibt es an vielen Orten bei uns Dokumente. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Fotos auf der Baustelle gemacht haben fürs Aufmaß oder eben Aufmaßkizze haben, dann ziehen Sie das einfach bei Drag and Drop hier rein. Das wäre auch die Arbeitsweise, wenn Sie aus Kraftnot ohne die Schnittstelle Daten übergeben wollen, einfach per Drag and Drop hier raufziehen, dann hängt dieses Dokument direkt in dieser Position, in diesem Auftrag. Also ich kann in der Baumstruktur mich bewegen auf diese verschiedenen Ebenen rein und ich habe hier eine Gesamtdokumentation, wo dann alle Dokumente des Auftrags erscheinen. So, jetzt machen wir noch einen Druck. Angebot haben wir jetzt keines gemacht, der Kunde kriegt aber eine Auftragsbestätigung. Hier haben wir LibreOffice integriert als Textverarbeitung, also nicht Word, sondern LibreOffice. Auch
Das Gegenstück zu Excel ist bei uns fix integriert. Und das sind eben diese drei Positionen, die ich jetzt eingegeben habe. Das Schöne bei uns ist, man kann hier alles beliebig noch bearbeiten. Also wir haben keine starre Ansicht vor dem Druck oder bevor man das als E-Mail versendet, sondern hier können Sie noch alles bearbeiten. Ist für Sondersachen natürlich sehr hilfreich. Und wenn Sie jetzt ein E-Mail versenden wollen an den Kunden, dann wird die hinterlegte E-Mail-Adresse des Kunden übernommen. Sie haben eine vordefinierte Anrede und können auch gleich Prospekte und weitere Zusatzinformationen mitschicken. Das geht dann aber nicht sofort raus, sondern wenn Sie Outlook verwenden, wird es an Outlook übergeben und dort können Sie mit Senden das Dokument verschicken, endgültig. Wenn ein Dokument gespeichert wird, ist es in unserer internen Dokumentenverwaltung. Und ich habe es so eingerichtet, wir gehen mal da kurz wieder rein. Sie sehen also, in den Gesamtdokumenten ist es enthalten in der Gruppe Auftrag. Dieses Geländer hat keine Gruppenzuordnung. Das muss ich noch ändern, sonst kommt dieses Bild nicht rüber. Und zwar, wenn ich das Dokument bearbeite, sehen wir hier eine Gruppe und die Gruppe steuert, ob synchronisiert wird mit CraftNote. Ich gehe drum hier mal rein in diese Gruppe und da sehen wir bei der Dokumentengruppe diesen Haken. Wenn der gesetzt ist, werden alle Dokumente hier drin in beide Richtungen synchronisiert. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Dokumente, wir haben einige Adressen drin und wir wollen jetzt die Verbindung zu CraftNote herstellen. So, ich klicke also einmal hier drauf. Vielleicht noch vorab, das ist jetzt die Arbeitsweise, dass ich zuerst den Auftrag anlege im Qmet und den dann nach CraftNote schiebe. Es gibt noch eine zweite Arbeitsweise, das wäre der Button. Oft kommt es ja vor, dass Sie auf der Baustelle sind oder Sie haben ein Gespräch mit dem Kunden und da ergibt sich dann irgendwas Neues und Sie legen im CraftNote in der App direkt ein neues Projekt an. Und dann wollen Sie ja das dann übernehmen ins Qmet rein, also genau umgekehrt arbeiten und das machen Sie dann mit dem zweiten Knopf. Also wir können auch eine Verbindung zu einem bestehenden Projekt herstellen. Wir wollen jetzt aber Neues anlegen, klicken da drauf. So, jetzt müsste der Browser öffnen. So, dauert bei mir ein bisschen. Und jetzt sehen wir, dass hier ein neuer Eintrag da ist. Davor war ja der 86 die oberste Nummer, jetzt haben wir das 89 hier. Und an der Stelle sind wir jetzt im klassischen CraftNote. Also ich kann hier mit meinen Mitarbeitern kommunizieren. Jetzt darf der Dirk auch mal ein Foto da reinstellen oder mir zurückschreiben. Dann sehen wir das dann gleich, da er bereits eingeladen ist. Das ist eben auch ein schönes Feature. Wir können die Mitarbeiter zuordnen in Qmet und müssen hier dann nicht manuell Mitarbeiter einladen. Kommt schon was zurück, sehr schön. Wir können aber immer noch hier neue zusätzliche Mitarbeiter oder externe Mitarbeiter einladen. Dann haben wir hier unsere ganzen Dateien. Ich hatte ja hier, das ist das Foto des Geländers. Und dann haben wir hier bei der Werkstattplanung noch nichts drin, aber hier sind eben die Dokumente übertragen worden, die im Qmet drinnen waren. Ich gehe gerade noch mal kurz zurück und zeige eine zweite Arbeitsweise. Und zwar können wir hier natürlich auch direkt Dokumente erzeugen, die dann schon vorbefüllt sind mit den Auftragsdaten. Da können Sie händisch was dazu schreiben, ist komplett egal. Und sobald wir dieses Dokument speichern, habe ich hier auch wieder die richtige Gruppe schon bereits vordefiniert. Und somit wird auch dieses Dokument synchronisiert. Wir wissen, das passiert alle 5 Minuten. Wir wollen es jetzt etwas beschleunigen. Daher aktiviere ich die Synchronisierung live. Und wir gehen da wieder zurück. Der Dirk hat schon ein Foto da reingestellt. Und hier bei der Montage sehen wir jetzt zwei Dokumente. Da ist also dieser Regiebericht schon angekommen. Das sind bearbeitete PDF-Dokumente. Die können Sie also direkt aus den Vorlagen von CraftNote verwenden oder eben so aus Qmet heraus erzeugen. Und dann kann der Mitarbeiter auf der Baustelle hier was dazuhängen. So, jetzt schreibe ich mal ein bisschen was Sinnvolles hier rein. Und ja, soweit passt mir das. Sie sehen, das kann so bearbeitet werden, kann gespeichert werden, damit das Originaldokument überschrieben wird. Und das wird dann im Hintergrund wiederum synchronisiert. Die andere Arbeitsweise, Sie greifen über die Vorlagen
auf Dokumente zu, die in Kraftnotes bereits drin sind. Ich nehme hier so einen Regiezettel. Wäre ja schön, wenn die Felder schon befüllt wären. Das macht es hier in dieser Webansicht erst dann, wenn man auf Bearbeiten geht. Dann werden die Stammdaten übernommen, die ich hinterlegt habe, aus meinem Auftrag. Und auch hier kann man natürlich wieder befüllen. Da ist aber jetzt zu wissen, das sind wirklich reine PDF-Dokumente. Die machen in der Standardschnittstelle vom Komet noch nichts automatisiert. Die werden nur übertragen. So, auch dieses Dokument soll gespeichert werden. Und wir schließen das wieder. So, das Dokument, was ich aus einer Vorlage raus erzeuge, durch Speichern, das wird hier noch nicht einem fixen Ordner zugeordnet. Das muss dann hier per Verschieben in den entsprechenden Ordner verschoben werden, damit auch diese Synchronisation dann funktioniert. Ja, wenn Sie jetzt hier einen größeren Verlauf an Chat-Nachrichten haben, Sprachnachrichten und so weiter, können Sie ja jeweils aus Komet mit einem Klick da reinspringen. Sie können aber auch so vorgehen, dass Sie hier einen Export machen, dass Sie also alle Nachrichten exportieren. Moment, hier unten ist das Bericht herunterladen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis der zusammengestellt ist, dieser Bericht, und dann zeige ich, wie das per Drag and Drop nach Komet exportiert wird. Ist schon fertig. Also das funktioniert dann so, dass ich im Komet definiere, wo soll das hin, dieser Bericht. Und dann kann ich mir beliebige Dateien, das können auch E-Mails sein, das können CAD-Zeichnungen sein, ist komplett wurscht. Alles, was eben mit einer Windows-Oberfläche geöffnet werden kann, können Sie hier reinziehen und einfach mit OK bestätigen. Jetzt sehen wir, dass die Gruppe automatisch vordefiniert ist. Müsste jetzt nicht unbedingt sein in dieser Gruppe drin, aber auch hier sehen Sie dann das Dokument. Wir haben ja hier auch eine schöne Voransicht, die jeweils eben die Dokumente anzeigt. Und wir haben Filtermöglichkeiten. Also diese Gruppen sind auch gleichzeitig Filter. Das heißt, je nachdem, wo Sie sich hier draufsetzen, sehen Sie alle Dokumente, die irgendwo in einer Untergruppe oder auf der markierten Gruppe hinterlegt sind. Also genau umgekehrt, wie der Windows Explorer arbeitet. Bei uns sieht man zuerst immer alles und kann die Ansicht eingrenzen. Und auch hier gibt es dann wieder Suchmöglichkeiten. Da werden jetzt diese Begriffe durchsucht. Also wenn ich hier Rapport eingebe, dann sucht er eben nach Rapport hier. Und wir haben auch eine Volltextsuche. Das heißt, es werden auch die ganzen Inhalte sämtlicher Dokumente durchsucht. Da ist dann nur am Server eine kleine Zusatzinstallation notwendig von einer OCI oder OCR-Schnittstelle beziehungsweise OCR-Software, damit eben auch eingescannte Dokumente sauber erkannt werden. Aber solche Dokumente, die, hier sind, die haben automatisch diese Volltextsuche-Informationen schon drin. Gut, das war also die Seite der Dokumente. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Kraftnote. Wir wollen ja auch schauen, wie können wir denn Zeiten übergeben. Da muss ich jetzt dazu sagen, dass Kraftnote diese Dokumentation für die neue Schnittstelle zur Zeiterfassung erst ganz zeitnah veröffentlicht hat, wurde also bei uns noch nicht integriert. Daher habe ich unseren Standard-Importer genutzt und einen Import für eine CSV-Datei generiert. Ich habe jetzt einfach hier einen Filter gesetzt. Ich will alle Stunden für heute. Sie können natürlich auch kompletten Zeitraum definieren, dass Sie sagen, die ganze Woche soll exportiert werden. Da sind dann natürlich verschiedene Aufträge drin und nicht nur einen, wie wir es jetzt haben in diesem Fall. So, wir sehen, dass da ein Download passiert und diese Datei aus dem Download, die wollen wir jetzt hier rein importieren ins Komet. Das kann ich machen über Stundenerfassung. Das ist bei uns der zentrale Ort, wo alle Stunden zusammenfließen. Stunden können bei uns manuell erfasst werden, wenn Sie zum Beispiel so einen Regiebericht abschreiben und somit die Stundenerfassung machen. Wir haben aber auch eine eigene Zeiterfassung über Terminal, über mobile Scanner, über eigene Handy-App. Aber jetzt natürlich auch die Möglichkeit, einen Import über CSV von Kraftnote zu starten. So, und da suchen wir uns jetzt den neuesten Export und starten den. So, jetzt erkennt er hier diesen Mitarbeiter nicht, da hat sich wohl der Name geändert. Unsere Importe funktionieren grundsätzlich so, wenn eine Zuordnung nicht eindeutig möglich ist, dann fragt das System,
und merkt sich dann diese Einstellung. So, jetzt sehen wir, dass hier die Buchung vom Dirk Steffen angekommen ist. Die besteht aus 3 Einzelbuchungen. Die haben wir jetzt also in der Gesamtliste. Wenn Sie hier dann noch zusätzlich Urlaub und die sämtlichen Feldzeiten erfassen, können Sie Ende Monat eine fertige Auswertung für die Lohnverrechnung ausdrucken. Das ist also eine sehr schöne Funktion, die wir hier haben. Und natürlich sind die Stunden dann auf die verschiedenen Aufträge zugeordnet. Das heißt, wir sehen in unserer Auftragsverwaltung sofort auch diesen Stundensatz. So, und diese Stunden erzeugen Kosten. So, jetzt haben wir hier ein bisschen einen Vorführeffekt. Habe ich es doch noch geschafft. Ah, jetzt sind die Werte da. Normalerweise sind die immer sofort da. Hier die vorkalkulatorischen Werte. Hier sehen wir ganz kurz die nachkalkulatorischen. Genauer sehen wir das jetzt hier drin. Und zwar in der linken Spalte alle geplanten Werte aus unserer Kalkulation, also die kalkulierten Stunden, die Lohn-, die Material- und die Sondereinzelkosten und eben die Zuschlagsätze, was dann den Preis errechnet, was im Angebot war, beziehungsweise in der Auftragsbestätigung. Und hier sehen wir jetzt die Stunden, die über die Schnittstelle reingekommen sind. Das heißt, wir haben lohnkostentechnisch mit günstigeren Mitarbeitern gerechnet. Der Dirk ist natürlich etwas teurer. Drum passen zwar die Stunden fast, aber die Lohnkosten sind ein bisschen weit daneben. Aber wir haben noch keine Materialkosten. Das wird dann über Rechnungseingänge wiederum zugebucht. Und somit haben Sie bei uns eine mitlaufende Nachkalkulation. Interessant wäre jetzt natürlich auch, wenn auf der Baustelle irgendeine Regieleistung dazukommt. Hatten wir ja, wir hatten ja einen Regiebericht ausgefüllt. Dann gibt es bei uns eine Kalkulationsart, die nennt sich Rapport. Und in dieser Rapport-Kalkulationsart haben Sie zum Unterschied von der normalen Kalkulation keine Zuschläge mehr drin. Also wenn ich hier eingebe, Kleinteile 10 Euro, dann kommt es genau so auf der Rechnung dann gedruckt. Und hier können Sie auch auf unseren integrierten Materialstamm gehen und zum Beispiel irgendein Material aus dem Stamm raussuchen. Ich nehme jetzt hier einfach ein Stück mit 3 Meter Länge. Da wird es dann in einen Stückpreis umgerechnet, obwohl hier ein Kilopreis hinterlegt ist. Das sind also diese Spezialitäten, die für die Metallbauer sehr interessant sind. Und auch hier ist es dann möglich, dass man auf nachkalkulatorische Daten zugreift, zum Beispiel eben aus die eben importierten Stunden. Und die wollen wir uns jetzt übernehmen. Der Dialog ist ziemlich voll, weil da kann man wirklich viel einstellen. Man kann auch gebuchte Materialkosten übernehmen. Und da sehen wir jetzt, dass eben der Facharbeiter hier übernommen wurde als 3 Buchungen. Man kann in diesem Dialog auch einstellen, dass die Buchungen zu einem zusammengefasst werden, je nachdem, wie sie es eben brauchen. So, jetzt haben wir also insgesamt 4 Positionen. Auftrag ist soweit fertig zum Abrechnen und das machen wir jetzt gerade. Grundsätzlich haben wir hier verschiedene Rechnungstypen, die wir erstellen können. Vorauszahlung bedeutet, dass Sie einfach einen gewissen Prozentwert vom Gesamtauftragswert verrechnen. Abschlagsrechnungen sind die üblichen Rechnungsarten im Baugewerbe, also erste, zweite, dritte Abschlagsrechnung und zum Schluss dann die Schlussrechnung. Hier haben wir auch die Möglichkeit, Teilfertigstellungsgrade zu definieren, die dann auf der Rechnung sauber mit ausgegeben werden. Und bereits bezahlte Rechnungen werden dann bei der Folgerechnung in Abzug gebracht. Und wir können auch eine ganz normale Standardrechnung machen. Ich will jetzt diesen Vorgang beschleunigen, weil hier kommt ein Dialog, wo man eben genau diese Daten, wie vorher erwähnt, noch eingeben kann. Wir haben aber auch eine Möglichkeit der sogenannten Blitzrechnung. Und die Blitzrechnung übernimmt einfach alle Mengen als geliefert, 1:1, so wie es eingegeben ist. Und so haben wir sehr schnell hier dann eben die Rechnung. Ich hatte ja eingegeben die Software-Schmiede Höffel als Rechnungsadresse, darum wird die übernommen. Hier dann unsere Positionen, so wie es in der Auftragsbestätigung schon war. Und zusätzlich haben wir jetzt hier die Rapportposition, die eben auch als Rapport ausgegeben wird. Zusätzlich können wir hier natürlich Abzüge definieren für Baustellenschild, Bauwesensversicherung, also alle diese öffentlichen Abzüge oder Rabatte. So, ich glaube, ich lasse es jetzt. Jetzt habe ich ziemlich lange gebraucht. Vielleicht noch eine Sache. Zugpferd ist sicher auch dem einen oder anderen schon bekannt. Wir unterstützen also auch sehr viele digitale Rechnungsformate, die in Deutschland, Österreich oder Schweiz üblich sind. Und sobald der Auftrag dann jetzt verschoben wird,
Werte auch archiviert automatisch in der Kraftnot-App. So in etwa ist ein Ablauf, ein üblicher Ablauf. Und ja, ich mache jetzt hier noch fertig, indem dass ich hier den OK-Button klicke und hier sehen wir noch, dass die Rechnung jetzt vorbereitet ist und mit einem Klick in Ihr E-Mail-Programm übergeben wird. Ich danke mal soweit und gehe wieder zurück an den Dirk. So, gut, das wäre es gewesen. Ja, Matthias, schönen Dank für deine Ausführungen. Ich habe auch gerade mal so den Chat ein bisschen beobachtet. Da kamen Fragen auf, ob das eine reine Werbeveranstaltung jetzt für Qmate ist. Nein, ist's nicht, sondern es geht hier einfach mal darum, aufzuzeigen, was für Möglichkeiten so ein Datenübergang bringt. Das heißt, einfach mal aufzuzeigen, wie es möglich ist, Daten, die man jetzt im Prinzip anlegt, in der Branchenlösung oder beim Branchenlösungsanbieter, wie man die zu Kraftnot rüber transferiert. Qmate ist einer der Anbieter und ich muss auch sagen, Qmate ist einer der Anbieter, die mit uns genau auf diesen Punkt oder über unsere API-Schnittstelle am intensivsten und am weitesten ist mit der Schnittstellengestaltung. Und wir werden nachher auf jeden Fall in der Q&A-Session nochmal drauf eingehen, mit wem wir schon zusammenarbeiten, beziehungsweise auch nochmal aufzeigen, wo ihr uns weitere Informationen hinterlegen könnt. Damit zunächst schon mal, Matthias, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Du bist nachher bei der Q&A-Session nochmal kurz dabei. Und dann würde ich sagen, dann packen wir den Manu hier nochmal mit dazu. Manuel, du darfst gerne nochmal mit reinkommen. Du hast ja auch den Chat ein bisschen beobachtet, mal gesehen, was da abgegangen ist. Wir kommen jetzt eigentlich Punkt 1 zum Thema Aktuelles, aber vielleicht möchtest du gleich zum Chat noch das eine oder andere schon mal ausführen. Ja, also ganz grundlegend, wir haben das jetzt gemacht, um zu sehen, wie reibungslos die Zusammenarbeit zwischen dem Branchensoftwareanbieter und Kraftnot funktionieren kann. Und das hat jetzt wie eine Werbeveranstaltung gewirkt, weil man gar nicht gemerkt hat, wo die Übergangspunkte sind. Ja, also es waren wenige Klicks zu machen und man ist in seiner Arbeit geblieben und konnte das tun, was wichtig ist. Und die Kollegen auf der Baustelle, die Kollegen, die arbeiten, die waren dann dem Projekt schon zugeteilt, die waren der Baustelle schon zugeteilt, die hatten die Dokumente schon dort. Und das sollte jetzt einfach nur mal exemplarisch zeigen, wie das funktionieren kann. Also beispielhaft die Projektübertragung, beispielhaft die Mitarbeiter automatisiert zum Projekt hinzuweisen, damit man nicht in Kraftnot reingehen muss und die hinzufügen muss, die Dokumente übertragen, die relevant sind. Das alles hat man gesehen und das hat man sehr schön gesehen, wie schnell und wie gut das funktioniert hat. Und dementsprechend auch die andere Richtung. Und darauf wollten wir Wert legen. Wenn ihr da nochmal genaue Infos wollt, wo das genau war und wie das ablaufen kann, gar kein Problem. Und auch zu dem Thema, welche Anbieter sind denn schon mit uns am Arbeiten an der Schnittstelle, da können wir auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich würde ganz kurz in Richtung Aktuelles oder kleinen Ausblick gehen, wenn ich den Bildschirm kurz teilen darf, dann versuchen wir das jetzt nochmal. So, dann bitte ich um eine kurze Rückmeldung von dir, Dirk, ob man die Folie sieht. Die Folie die ist sichtbar, ja. Bei mir auch schon. Super. Dann würde ich ganz gerne und euch ein bisschen was sagen, an was wir aktuell arbeiten was ihr in den nächsten Wochen von uns erwarten könnt. Dann möchte ich mal von oben nach unten anfangen. Da haben wir die Erweiterung der Schnittstelle hinsichtlich der Zeiterfassung seit dieser Woche über unsere Schnittstelle verfügbar. So, es wurde gerade schon ganz kurz angesprochen. Wir erweitern unsere Schnittstelle sukzessiv um weitere Funktionen, sodass am Ende des Tages alle Funktionen, die wir in Kraftnot anbieten und die ihr händisch erreichen könnt, auch über die Schnittstelle zugänglich sind. Und diese Woche bin ich sehr glücklich und froh drüber, haben wir es jetzt möglich gemacht, die Zeiterfassung anbieten zu können. Das bedeutet konkret, dass alle Zeiten, die ihr in Kraftnot in den mobilen Geräten hinterlegt, egal ob die Stechuhr ist oder das händische Nachtragen der Arbeitszeiten, das ist jetzt über unsere Schnittstelle verfügbar. Das bedeutet,
über die Branchensoftware oder über einen anderen Anbieter, der diese Schnittstelle von seiner Seite aus programmiert, kann der alle Daten rausbekommen. Und im Moment ist es ja so, dass man diesen CSV-Export machen muss, so wie es auch gerade vorgeführt wurde. Das fällt dann auch weg. QMate hat damit auch schon angefangen. Weitere Partner haben wir darüber in Kenntnis gesetzt. Wir machen da auch noch mal ein E-Mailing drüber. Das ist das erste große, was ich ganz kurz anmerken möchte. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo wir ein bisschen mehr Arbeit investiert haben aus verschiedenen Gründen. Das ist die Überarbeitung der Zeiterfassungsauswertung in der Web-App, verfügbar in den kommenden Wochen. Wir informieren euch über Products Dash und zukünftig auch über eine E-Mail, was es alles Neues gibt. Was ist beziehungsweise was wird verbessert? Eine deutlich schnellere Ladezeit, das heißt beim Klick auf das Arbeitszeiten-Dashboard, wie es in der Web-App heißt, dann ist es innerhalb von wenigen Momenten da. Nummer zwei, ein deutlich beschleunigter Download des CSV-Exports. Das dauert im Moment einige Sekunden, weil hinten dran einiges präpariert wurde. Da haben unsere Entwickler alles gegeben, um das deutlich zu beschleunigen. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Zusätzlich gibt es zum CSV-Export auch einen Excel-Export, den man dann direkt öffnen kann, ohne große Umwege. Weiterhin bieten wir ein Download-Center an, sage ich jetzt mal, das einem zeigt, wann gewisse Downloads zur Verfügung stehen. Also da gehört dann der CSV-Export mit dazu, da gehört aber auch der Projekt-Export in Form einer ZIP-Datei dazu, da gehört aber auch der Projekt-Chat-Bericht dazu. Und als letzten Punkt, den wir auf der Liste haben, wir haben eine Überarbeitung der Auswertung. Das heißt, dieser Bereich in der Web-App, der wird besser und übersichtlicher gestaltet mit einer schöneren Suche für die Projekte, damit man da einfach flexibler und schneller zu dem Ergebnis kommt, welche Zeiten man auswerten möchte. Egal, ob es das tägliche Controlling ist, ob ein Mitarbeiter Zeiten hinterlegt hat oder ob es nach Projektabschluss ist, ob das mit den angepeilten Stunden dann funktioniert. Genau, das wäre es zum Thema Aktuelles. Und dann würde ich aufhören zu teilen und direkt nochmal zu dem Thema Branchensoftwarepartner kurz eingehen. Und zwar habe ich da schon die ein oder andere Frage im Chat gelesen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass wir eine funktionierende Verknüpfung mit Zykasoft haben. Wenn ihr da den Ansprechpartner braucht, dann sagt einfach kurz Bescheid, meldet euch bei uns. Dann habe ich relativ viel von Streit gelesen. Da waren wir in Gesprächen, sind aber noch nicht dazu gekommen, dass das auch tatsächlich implementiert wurde. Und hier mein ganz großer Appell an alle Zuhörer und Zuschauer. Wir brauchen eure Unterstützung dabei. Die notwendigen Informationen dazu haben wir in die Videobeschreibung gepackt. Das bedeutet, wenn ihr die Videobeschreibung unten aufmacht, dann könnt ihr eine auf den Link klicken für das Formular, ich möchte eine Schnittstelle zu zum Beispiel Streit V1 haben oder die anderen, die ihr genannt habt, aus dem relativ einfachen Grund, wir sind immer noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Ich bin jetzt sehr froh, dass der Matthias heute da war und die Schnittstelle zu QMate gezeigt hat, weil das einfach zeigt, wie reibungslos das was funktionieren kann und wie wichtig das ist. Aber wenn wir auf die zugehen, dann heißt das, naja, CraftNote, das gibt es seit 3 Jahren, warten wir erstmal noch 3 Jahre ab, ob es euch da auch gibt. Ich kann euch versichern, uns gibt es da und ich arbeite darauf hin, jeden Tag, dass es mehr Partner gibt, die diese Schnittstelle implementieren. Das können wir aber nicht alleine, weil wir nicht Zugriff auf deren Datenbanken und Co. haben. Deswegen geht auf euren Vertriebspartner zu, sprecht den an, ihr habt dieses Seminar gesehen, warum geht das nicht mit meiner und füllt bitte das Formular aus, das am Ende des Videos eine Beschreibung da ist, damit würdet ihr uns wirklich unterstützen und so können wir eine Arbeit gewährleisten, die uns allen hilft, weil wir wissen von CraftNote, dass wir keine Insellösung sein können und bei dem einen oder anderen Partner wäre es schön, wenn ihr den noch ein bisschen anstupsen könntet. Damit wieder zurück an dich, Dirk. Dann komme ich einfach nochmal mit rein. Manu, danke für die Ausführung.
Ich möchte hier nochmal kurz an dieser Stelle einfach auch mal einen Dank aussprechen. Und zwar ganz konkret an die Damen und Herren, die bei uns im Dev-Team jeden Tag mächtig Einsatz bringen, um die Themen voranzutreiben. Also das, was wir jetzt gerade in den letzten Wochen wieder an Schnelligkeit und so weiter da reingebracht haben. Jungs und Mädels, ich bin mächtig stolz auf euch, mit euch zusammenarbeiten zu können und mit zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, da spreche ich auch für den Manuel und für die Annika, die wir hier noch nicht hatten. Vielleicht kriegen wir darüber auch mal die Annika dazu, dass sie mal so ein Online-Seminar mit mir zusammen macht. Sehr, sehr gerne. Also herzlichen Dank an alle, die im Hintergrund uns, die wir da im Vordergrund stehen, die Möglichkeit geben, solche Themen auch mit voranzutreiben. So, ich gehe nochmal kurz auf meinen anderen Bildschirm. Jetzt sieht so aus, dass sich doch im Chat einiges an Fragen ergeben haben, auf die wir nochmal auch gezielter eingehen wollen. Soweit es die Zeit zulässt, soweit es uns die Möglichkeit lässt. Ich hätte da einfach jetzt dazu die Bitte, dass der Marco und der Matthias nochmal mit dazukommen. Dann können wir im Prinzip die Fragen dann auch möglichst direkt beantworten. So, dann switch ich nochmal rüber auf den anderen Bildschirm. Da haben wir jetzt auch den Marco mit dabei. Für alle, die den Marco jetzt noch nicht kennen, Sales-Mitarbeiter, ich glaube seit Mai. Ist das richtig? Oder habe ich da einen Blödsinn erzählt? Nee, Mitte Mai bin ich bei Craftnode und freue mich auch jeden Tag dabei zu sein. Und ich finde es auch super spannend, wie sowas so im Chat passiert ist. Und da passt voll zu dem, wie ich Craftnode kennengelernt und auch die Gewerke, mit denen man so zusammenarbeitet. Viele tolle Fragen. Und ihr habt ja jetzt auch zum Anfang oder jetzt zum Schluss schon die ein oder andere Frage beantwortet, mit wem wir schon zusammenarbeiten, wo wir noch in Kommunikation sind. Ich glaube, da, wie Manu schon richtig sagt, da braucht man halt auch Unterstützung von allen, die jetzt hier auch im Chat dabei sind, dass man an die Unternehmen rangeht und schaut, dass man da weiterkommt. Ja, hast du noch konkrete Fragen, speziell irgendwie zur Schnittstelle oder auch sonstige Fragen, die sich ergeben haben, die noch offen sind? Ich habe, glaube ich, eine Frage, wenn ich die einfach mal kurz vorwegnehmen darf, wo es auch um das Thema Ordnerstrukturen ging. Ordnerstrukturen, die man sich im Prinzip als Musterprojekte anlegen kann, die man sich dann duplizieren kann. Also eine gewisse Grundstruktur ist mit Sicherheit das, was man sich einmal selber anlegt. Aber Ordnerstrukturen, die man dann in den Projekten zum Beispiel im Dateienreiter haben möchte, wäre zum einen möglich, sowas auch über die Schnittstelle rüberzuziehen aus der Branchensoftware. Und da nochmal bitte rausgezoomt. Wir haben Qiomed heute als exemplarische Software mal mit dazugenommen. Und es gibt jede Menge andere Branchenlösungsanbieter, die sich vielleicht ähnlich spezialisieren wie jetzt hier die Software-Schmiede Höffel, die ja schwerpunktmäßig aus dem Metall- und Stahlbauumfeld kommen. Aber so gibt es, ich glaube, wir haben über 80, wenn ich es noch richtig weiß, über 80 Branchenlösungsanbieter. Also da hat es jede Menge am Markt. Und unsere Schnittstelle, so wie wir sie haben, steht jedem zur Verfügung. Aber nochmal kurz zum Thema Ordnerstruktur. Eine Grundstruktur ist mit Sicherheit sinnvoll, die sich einmal zu überlegen und das auch darzulegen. Wir haben ein YouTube-Video gemacht zum Thema Dein perfekter Start in die Craftnode-App. Dort wird auch so eine Ordnerstruktur einmal gezeigt. Und da wird auch das Duplizieren nochmal gezeigt. Also wer Interesse dran hat, einfach mal kurz bei uns in den YouTube-Kanal gehen und sich das entsprechende Video raussuchen. Da wird das Stück für Stück auch nochmal erklärt. So, Marco, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Was hast du sonst noch für Fragen, die es da auftauchen? Eine direkte Frage an Matthias. Unter welchem Pfad importierst du den Stundenimport in die Toolbar? Vielleicht magst du darauf kurz Bezug nehmen. Also da kam ja die Auswahl und bei mir ist es jetzt in den Downloads drin. Also im Download, im Standard-Download vom Browser ist es jetzt gelandet.
Okay, ich hoffe mal, dass es der Isabelle hilft, die Antwort, die du gegeben hast. Dann gab es, Manu, du antwortest ja hier teilweise auch schon auf einige Fragen. Eine Frage vom Bautenschutz Schiegel. Wird es eine Möglichkeit geben, Arbeitszeiten über den PC bei Craftnode einzutragen oder weiterhin nur über die App? Das kann ich mit Ja beantworten, aber ich kann keinen zeitlichen Aspekt nennen. Deswegen ja, aber bitte Geduld. Und nicht in einem Monat wieder fragen. Wir informieren euch aber gerne. Da vielleicht auch nochmal. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, wenn ich da gerade nochmal kurz eingrätschen darf, da vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf den untersten Link unter unserem Video. Dort sind wir verlinkt zum Product Stash. Product Stash hat ja der Manu das letzte Mal vorgestellt, wo es um das Thema Zeiterfassung ging. Unsere Plattform, wo wir unsere Roadmap drauf haben, wo ihr uns immer wieder auch Ideen und Wünsche einstellen könnt und wo ihr auch sehen könnt, an welchen Themen wir gerade aktuell dran sind und euch da auch informieren könnt. Also unterm Video, unterm YouTube-Video ganz unten, ich meine, der unterste Link ist, der geht zu Product Stash. Da könnt ihr euch auch immer wieder informieren, wann, wo, wie, was geplant ist. So, Marco, du nochmal. Ja, von der S.Sara kam noch die Frage, kann man die Formulare testen? Oder gibt es eine Übersicht der einzelnen Formulare, die man ja nur eine grobe Übersicht, da man ja nur eine grobe Übersicht in der Preisaufstellung sieht? Ich bin nicht ganz bewusst, welche Formulare sie jetzt meint. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die entweder zur Bundesliga-Aktion oder die wir auf der Seite haben, dass die gemeint sind. Also da können wir mit Sicherheit eines machen, dass wir die Formulare dann einfach mal als Screenshot quasi zur Verfügung stellen. Wenn wir sie euch natürlich zum Testen rausgeben, dann können wir sie nicht mehr wieder einziehen. Also das ist ein bisschen schwerlich möglich und das selbstzerstörende Formular nach 10 Tagen haben wir noch nicht erfunden. Also von der Seite zum Testen wird schwierig, aber ich denke, ihr habt genügend Formulare so schon drin. Also wir bieten ja unseren Kunden zunächst mal 13 Formulare vom Start weg, damit sie die einfach mal antesten können. Und ansonsten kommt einfach mal über sales@craftnode.de mit der Anforderung, dass ihr solche Screenshots von diversen Formularen haben wollt. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal die Zusammenstellung auch der Pakete angucken. Genau, Manu hat es auch schon dazu geschrieben, dass man das in der Startphase alles testen kann. Grundlegend sind das auch so alle Fragen, die gestellt worden sind, sind beantwortet. Das war klar, ne? Die meisten Fragen waren natürlich, ob wir mit den verschiedensten Softwareanbietern, Branchen dann zusammenarbeiten, mit wem wir zusammenarbeiten. Aber ich glaube, wir sind da auch schon drauf eingegangen, mit welchen wir arbeiten oder einfach auch zu schauen, dass ja ihr Einzelner auf uns zukommt, mit wem ihr zusammenarbeitet, sodass man dann gemeinsam auf die Softwareanbieter zugeht und versucht, da in die Kommunikation zu starten. Man hat jetzt ja auch gesehen im Chat, dass direkt 2, 3 Leute auf dieses Stride V1 zugehen wollen, um den Druck zu erhöhen. Vielleicht hilft es ja, mit denen nochmal dann ins Gespräch zu gehen. Ansonsten sind jetzt keine offenen Fragen mehr hier im Chat. Jetzt kam gerade noch eine, kommen Schnittstellen zu Bluetooth-Lasern. Da geht es um eine Bluetooth-Anbindung zu Messgeräten und Co. Das ist im Moment nicht vorgesehen. Das können wir nicht leisten. Okay. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, nochmal der Hinweis. Einmal, Marco wird gleich auch nochmal einen Link teilen, und zwar zu unserer Facebook-Seite, zu unserer internen Facebook-Seite. Da könnt ihr gerne Mitglied werden, wo wir auch immer wieder Anfragen reinstellen, wo wir auf Anregungen von euch reagieren, wenn Anfragen kommen. Also auch da sehr gerne reingehen. Und ansonsten möchte ich mich in die Runde einmal bedanken, Matthias, für deine Ausführungen, dass du dabei warst. Manu und Marco auch für eure Unterstützung. Herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, euch allen noch einen schönen Abend und bleibt gesund und bis wir uns wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.